Willkommen zu einer weiteren Folge Space Engineer Staffel 4. Am Start haben wir den Roro. Ja, hallo. Den Weising. Lüle. Und den Thunder. Yeah. Oh, alle vollständig. Alle da. Alle vollzählig angetreten. So, der Roro hatte ich hier unseren Bohrraum schon gut weitergebaut. Wir müssen hier nur die Tür wegmachen und dafür kommen hier ein paar Schrägen dran. Jetzt haben wir Probleme mit dem Force Field. Oh. Aber das Inventar zu voll. Oh shit. Ich hab die Scheibe mit weggeflext. Oh oh. Inventory full. Ja, klar. Und Inventar ist voll. Geht schon gut los. Hm. So, hab ich auf jeden Fall eine andere Farbe. Ah. Oh shit. Da lag noch mehr. Inventory full. Ja, kacke. Oh, jetzt. Dann müssen wir eine neue Scheibe setzen. War das die? Scheint so. So, das hätten wir. Das hätten wir jetzt so eingefärbt. Scheibe. Die Frage ist jetzt die invertierte oder die normale? Ja, wir hätten die invertierte gebraucht. Die kleinen Fenster sind kacke. Ja, klar, bei den Kleinen musst du umdenken, also, oder? Wie war das? Ja. So, klatterer Dutch kann man auch wieder aufheben. Und da ein Block. Ja, da brauchen wir ja auch noch. Und das so rum. Und das so rum. Haha, Force Field. Ja klar, eine Anzeige fällt noch vor der Tür. Normal. Es Läuf. Fehlt immer ein Teil. Meistens, ne? So, wo hat man da Anzeigen gehabt?
So viel wollte ich zwar nicht mitnehmen, aber egal. Lieber zu viel als zu wenig. So, Tür steht. Schließt auch. So. Dann klatschen wir mal das Dach dran. Du hast da auch schon eine Idee gehabt, wie wir das hier mit dem Motor machen und mit dem Pisten, ne? Ja. Das hört doch hier in der Mitte. Ja, war so angedacht. So Catwalks oder so haben wir nicht drin, oder? Nein. Sollen wir vielleicht nochmal überlegen, ob wir uns das nicht wiederholen, weil die könnte ich jetzt echt gut gebrauchen. Weil jetzt, wo wir ja wieder einen stabilen Server haben, könnte das ja durchaus sein, dass er jetzt auch wieder ein bisschen so ein paar kleine Mods mehr verträgt. Aha. Ja. Dass wir jetzt vielleicht wieder auf 20 oder 25 gehen können, statt auf 18. Kommt von was für Mods? Na, hier so. Zum Beispiel die Catwalks. Die könnten wir wieder reinnehmen. Ja, die vermisse ich auch so ein bisschen. Diese Glastreppen. Das wäre zum Beispiel ganz cool. Und was könnte man noch dazu gut nehmen? Also auch so Sachen, wo wir uns eigentlich mehr oder weniger schweren Herzens von trennen mussten. Das waren bei dir eigentlich alle Mods. Ich rede jetzt von unserem gemeinsamen, wo jeder von uns gesagt hat, eigentlich nicht so gern, aber Mut hat Mut. Aber hier haben wir ein Problem. Ich weiß nicht. Ich wollte gerade sagen, egal was passiert ist, du hast hier nicht. Du hast hier keine Mitte. Inwiefern keine Mitte? Keine Mitte. Ja, inwiefern keine Mitte? Ja. Mitte von Raum. Du kannst nur hier einen Block setzen oder hier einen Block setzen. Der ist asynchron. Genau. Dann müsste der Block nicht genau Quatsch, hier. Der ist nicht. Der ist synchron. Der muss immer. Das ist wir immer bräuchten asymmetrisch, nicht symmetrisch. Genau. Und das sagt der Symmetriefanatiker. Moment, der Symmetriefanatiker ist ja Weising. Was? Wie? Ich? Nein. Wir bräuchten einen asymmetrischen Raum, aber wir haben einen symmetrischen Raum. Also ein Teil asymmetrisch, aber auch ein Teil symmetrisch. Na was denn nun? Entscheid jetzt dich mal. Jetzt bin ich verwirrt. Wieso? Ich bin auch langsam verwirrt. Eine Länge ist asymmetrisch. Und die andere Länge ist symmetrisch. Ja. Läuft. Nochmal für Legastheniker und für Blöde. Symmetrisch ist, sagen wir, 3 links, 3 rechts. Asymmetrisch ist 3 links, 3 rechts, aber einen in der Mitte. Ja, dass du, wenn du, wenn du jetzt einen in der Mitte hast, immer noch 3 links hast und 3 rechts hast. Darüber habe ich doch die ganze Zeit lang. Darüber habe ich doch die ganze Zeit lang und breit geredet. So meinte ich das doch, verdammt! Naja. Bin ich doch eine Meinung. So, warum hast du nicht einfach akzeptiert, als ich gesagt habe, einen in der Mitte? Naja. Meine ich doch. Ja. Ich auch. Ja, schön. Das war eine Meinung. Ah, verdammt, ich habe die Stahlplatten vergessen. Was macht man denn? Lass dir was einfallen? Ich sehe da nur eine Möglichkeit. Einen halben Raum wegruppen. Ja. Wir bräuchten nur das Glas zu versetzen. Wir oder du? Ja, du. Du hast doch den Grundriss gemacht. Ich habe nur geschweißt. Hoho. Wo wir uns alle dass beide. Dass ich die Arbeit wieder auf uns abwälzen kann, wetten. Nein. Ja, Moment mal, Roro. Du wolltest ja unbedingt das mit dem hier Pisten und so machen. Naja. Siehst du? Mit den Pisten, also bin ich eigentlich der Meinung ausgegangen, dass du das dann so konstruierst, dass es auch passt. Moment mal, ich hab nur gesetzt, du hast geschweißt, du hättest das bemerken müssen.
Na, ich weiß nicht, was du setzt. Ich war ja nur mit Sätzen beschäftigt. Der Architekt ist immer der Erste, der die Hunde beißen. Genau. Das ist doch Roro. Nö. Ich hab die Nacharbeiten gemacht, das ist Schweißen. Das hättet ihr beim Schweißen auffallen müssen. Rupp das Scheißding einfach weg, ey! Eine Diskussion. Ich hab ein volles Inventar. Ich kann nicht. Geht nicht. Ich hab auch ein volles Inventar. Was machen wir denn? Ich komm gleich mit dem Raketenwerfer an, ey, und dann bobbe ich euch das Ding weg. Ach nee. So, ich bin mal auf dem Weg zurück. Mach das mal. Du das machst das hier du unseren Bohrraum kaputt. Den ganzen Zirkus da hinten einfach raus, genau wie ich. Genau. Irgendwoher müssen ja die Rohstoffe kommen. Ja. Eigentlich dann von der Station, aber Roro will den Bohrer nicht setzen. Der zerstört lieber den Raum hier. Ich zerstör dich gleich, du. Ja, wie sieht denn das jetzt aus, Roro? Abstrakte. Was hast du denn hier gemacht? Abstrakte Kunst, du hast keine Ahnung. Banause! Du. Sieht total verschoben aus jetzt. Bevor du die schweißt, warte lieber. Wieso? Ey, hinterher ist es wieder asynchron. Nee. Katzing! Ich setze hier Schrägen ran. Kannst weitermachen mit deiner Zerstörung. Darf ich? Ich mach alles kaputt. Das glaube ich dir. Geht nicht, warum nicht? Doch. Geht nicht, gibt's nicht. Mittlerweile wohl doch. So. Ja, wohin? Weißt du, da freut man sich, der Raum steht fast, Roro reißt es wieder ein. Ja, reise auf, reise nieder. Quatsch. Nee, baue auf und reiße nieder. Ich meine, das ist so richtig. Ist doch wahr! So, jetzt die Rundungen. Oh ja, hast du das doch vergessen? Hä? So weit war ich noch gar nicht.
Diese Ausreden schon wieder. Das sind doch keine Ausreden. Gib's doch zu, du willst nur von deiner eigenen Inkompetenz ablenken. Ich scheiß nicht von da. Hey, ich baue wenigstens anständig, ja? Da habt ihr an der Titan schon mal einen Konstruktionsfehler gesehen? Ja, oft genug. Was denn? Ah, so rum. So. Jetzt nur noch die Scheiben. Jo. Ich bin aber kein Glaser. Ich auch nicht mehr. Ich hab ungeschult. Steht er wieder. Jetzt macht er die Scheiben kaputt. Ich hab dir was hingelegt. Du hast kaputt gemacht. Nein. Doch. Nein. Hab's doch gesehen. Bin nur angeeckt. Angeeckt mit der laufenden Flex an der Scheibe. Ja, der wollte nicht ausgehen, Entschuldigung. Der Knopf hat. Wenn du zu doof bist, den Hebel zu finden. Geht immer manchmal so ein bisschen an. So, fertig. Ach, die sind doch bei dir immer noch nicht fertig. Nö. Was machst denn du? Ach, du kaputt. Ja. Geht doch. Der Bohrer ist da immer noch nicht dran. Nö. Roro. Ja. Da müssen wir ja auch hier von hier in wieder was wegnehmen, ne? Ja, freilich. Ja, dann viel Spaß. Das müssen wir in der nächsten Folge machen. Oh oh. Sind wir schon wieder bei Überlänge. Sagen. So, liebe Leute, das war's wieder für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da. Da wird alles. Wir bedanken uns, dass du sehen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.